Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Call of Duty World War II Valor Collection Box. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Call of Duty World War II Valor Collection. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, es ist die Box zu dem Spiel World War II, erschienen im Jahr 2017. Man geht wieder zu den Wurzeln zurück. Und zwar hat ja Call of Duty am Anfang der Serie immer im Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Dann gab es auch diverse Teile, die in anderen zeitlichen Episoden gespielt haben, in der Zukunft oder in der Gegenwart. Aber mit World War II hat man dann wieder sich auf seine Wurzeln besinnt und hat dann wieder eine Reihe oder ein Spiel im Zweiten Weltkrieg stattfinden lassen. Valor Collection, so nennt sich das Ganze. Valor, das ist Englisch und steht so für Tapferkeit, Mut. Aber ja, ich denke, Tapferkeit trifft es am besten. So sieht die Box aus im Querformat. Wir lesen hier einmal im Hintergrund ein W und noch ein W und dann einen römischen Zweier. Darunter lesen wir Call of Duty World War II Valor Collection und hier geht es schon ziemlich ab. Sieht so nach einer Szenerie aus der Normandie aus, also als würde hier gerade der D-Day stattfinden. Auf der Seite zieht sich die Optik hier so durch, also auch hier jede Menge Soldaten, die hier gerade den Strand erstürmen. Auf der rechten Seite ebenso. Von oben sieht das Ganze so aus, also Oliv mit diesem amerikanischen Stern hier. Von hinten lesen wir Call of Duty World War II Valor Collection. Dann haben wir hier die Beteiligten. Und unten rechts haben wir dann auch noch die Contents, also die Boxinhalte. So, was lesen wir hier? Call of Duty World War II Exclusive Statue. Complete Set of In-Game Division Patches. Collectible Nazi Zombies Blood Raven Sword Pin. Und Exclusive Call of Duty World War II Nazi Zombies Poster. Ganz wichtig, hier steht's, a game not included. Also das Ganze ist hier wirklich eine Box, so eine Collectors Box ohne das Spiel. Und das Ganze ist ab 17 Jahren und made in China. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze ist hier übrigens so ein Schuber, den man hier abziehen kann. Dann kommt hier wirklich, Moment, auch hier unten Olivgrün zum Vorschein. Also die gesamte Box ist in Olivgrün. Aber wir können den Pappschuber gerne drauf lassen, denn das Ganze lässt sich hier öffnen und somit ist der Schuber nicht im Weg. So, einmal links, einmal rechts. So, was kommt hier zum Vorschein? Einmal haben wir hier noch eine Warnung. Okay, also dass man hier etwas aufpassen soll beim Entnehmen, damit man das Produkt nicht beschädigt. Und hier steht auch noch, dass man die Statue immer von der Basis her anheben soll und nicht irgendwie bei der Detailarbeit oder bei den kleineren Elementen. Gut. So, was haben wir hier? Als erstes, das ist wahrscheinlich das Poster, kommt hier in einer Folie. Und ebenso in einer Folie haben wir dann den restlichen Inhalt, der dann hier in so einer Styroporbox kommt. Die werden wir mal versuchen rauszuheben. Ist gar nicht so einfach, aber jetzt haben wir es geschafft. So, dann packen wir die mal hier zur Seite. Und da würde ich sagen, mach mir die Box so lange mal zu. Und widmen uns jetzt mal dem Inhalt. So, die Box zur Seite. Und dann schauen wir mal. Also zum einen haben wir hier, wie gesagt, ich tippe stark auf das Poster, was auch sonst. Holen wir hier einmal aus dem Umschlag. Und dann haben wir hier noch den eigentlichen Inhalt. Und zwar hier diese Styroporbox. Natürlich auch wieder Warnungen aufgedruckt, von wegen, dass man hier aufpassen soll, dass hier Kinder eventuell ersticken könnten und so weiter. Ich glaube, ihr kennt diese Hinweise. So, und dann haben wir hier so eine dunkelgraue Styroporbox. Hier oben auch gebrandet. Moment. Hier lesen wir es. Call of Duty World War II. Das Ganze ist auch hier so entsprechend geprägt. Schauen wir mal kurz auf die andere Seite. Nein, die ist nicht geprägt. Okay. Gut, dann machen wir das hier mal auf. Beziehungsweise
Ah ja, okay. So, das ist das Ganze hier von innen. Und hier kommt uns der Inhalt entgegen. Und zwar haben wir hier einmal die sogenannte Statue. Okay, dann haben wir, das sind dann die Patches, also die Division Patches. Und dann haben wir hier noch den Ansteckpin. So, so sieht das aus von innen. Packen wir auch mal zur Seite. Und dann starten wir auch direkt. Ich würde sagen, wir starten mit dem Hauptteil, mit dem Hauptinhalt. Das ist auf jeden Fall dieser hier. Also wir haben hier eine Statue. Das Ganze kommt hier auf dieser Plattform. Und auch hier wieder sieht das Ganze stark so nach Normandie aus. Also wir haben hier so ein Panzerkreuz. Ein Stahlkreuz, das hier festgemacht ist am Boden. Und dann haben wir hier fünf Herrschaften, die hier gerade im Gefecht sein dürften. Also, die übliche Bewaffnung, wie man es kennt, von den Amerikanern. Und hier unten haben wir dann auch noch einen MG-Schützen, dem hier die Munition angereicht wird. Ja, das Ganze ist hier in so einer Bronze- bzw. auch grünen Optik. Also es schimmert hier immer so grün durch. Ich denke, man kann das hier sehen, ja. Also, so sieht das aus. Und auf der Unterseite, die Plattform ist dann hier noch bedruckt, beschriftet. Call of Duty, World War II, Activision, Sledgehammer Games, Triforce, okay, okay. Gut, und dann haben wir auch noch fünf so Noppen mit eingearbeitet oder so kleine Stofffüßchen, damit das Ganze nicht irgendwie so rumkratzt und damit man das auch schön schieben kann. So, dann machen wir das mal zur Seite und kommen direkt zum nächsten Inhalt. Und zwar, was haben wir hier? Okay, schauen wir auch mal rein. Und zwar haben wir hier einen Pin. Und zwar einen, wie nennt man das, einen Schwertpin. So, was haben wir hier? Wir haben hier das sogenannte Nazi-Zombies Blood Raven Sword. Collectible Pin. So sieht das aus. Also hier wie so ein mittelalterliches Langschwert. Und das Ganze ist hier auch scheinbar blutgetränkt. Auf der Rückseite haben wir dann natürlich das Gegenstück. Also hiermit kann man das dann natürlich auch rauslösen. Aus dieser Karte hier. Und dann kann man, wenn man möchte, sich das Ganze hier an die Kleidung stecken. Je nachdem. An den Anzug, wohin auch immer man möchte, kann man das dann zur Schau stellen. Gut, dann haben wir die Division Patches. Die kommen hier auch in einer Folie. Sieht so aus. Die kennt man auch, zumindest, oder wenn man das Spiel gespielt hat, dann kennt man die auf jeden Fall. Und zwar gibt es ja so verschiedene Klassen, die man spielen kann, gerade im Online-Modus. Und da haben wir hier so unterschiedliche Markierungen, so Patches, die die einzelnen Klassen hier auszeichnen. Also wir haben hier einmal die Infanterie, die sieht so aus. Rückseite schwarz, aber auf jeden Fall ein schön verarbeiteter Patch. Dann haben wir Mountain, ja, auf Deutsch wahrscheinlich so viel wie Gebirgsjäger, ich glaube, das trifft zum ersten. Dann Airborne, also Fallschirm oder ja, Luftwaffe. Das sind, naja, in der Luftwaffe ist die Air Force, also Airborne sind, glaube ich, echt Fallschirmspringer. Das ist diese Klasse. Dann haben wir Armored in Schwarz, Gelb und Weiß. Und als letztes noch Expeditionary mit so einer, das dürfte eine Schrotflintenpatrone sein und jede Menge Feuer. Ja, also wir haben hier dann insgesamt 5 Patches der verschiedenen Klassen mit dabei. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch das Poster. Das sogenannte Nazi-Zombies Poster ist ja auch ein Bereich hier im Online-Modus, Nazi-Zombies. Und nachdem die irgendwie so gut angekommen sind oder nachdem die Leute irgendwie so viel Spaß in diesem Modus haben, hat man sich dann hier auch noch entschieden,
diese wunderbaren Herrschaften hier auf Poster zu verewigen. Ja, so sieht das aus. Also, auf jeden Fall ein Poster, das man sich wunderbar ins Schlafzimmer hängen kann, am besten über das Bett. Da hat man immer wunderbare Träume. Ja, sieht ziemlich heftig aus, der Typ. Mit seinen kaputten Zähnen hier. Und darunter lesen wir dann natürlich Call of Duty World War II Nazi Zombies. So sieht das aus. Also einseitig bedruckt, echt groß das Teil und eben im Hochformat. So, dann packen wir das Poster wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster. Dann haben wir die Statue, also diese Riesenplattform hier mit den fünf Soldaten drauf. Die Patches zu den einzelnen Klassen, also wie gesagt, fünf Stück sind es geworden. Und dann haben wir hier noch dieses Abzeichen hier, diesen Pin Bloodraven Sword. Ja, das war's soweit. Das alles in dieser wunderbaren Box. Call of Duty World War II Valor Collection. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Call of Duty World War II unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.